Neues Wohnprojekt in Diemlach. Das modernste Stahlwerk der Welt schickt seine Boten voraus. Neuer Wohnraum wird benötigt. Das Damoklesschwert der Abwanderung scheint Geschichte zu sein. Aus diesem Grund startet Kapfenberg eine bisher nicht dagewesene Wohnraumoffensive. Und los geht's in Diemlach. Auf insgesamt 20.000 Quadratmeter wird ein moderner Wohnpark in Holzbauweise mit insgesamt 139 Wohnungen entstehen. Das Projekt nennt sich Riverside. Die Mürz wird maßgeblich in den neuen Lebensraum mit einbezogen. Der Stadtteil soll ein Schmuckstück werden. Wir haben ja Wohnen als Schwerpunkt ausgerufen und es ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Anlass. Es ist eigentlich so die erste Umsetzung, die wir heuer machen. Und das stimmt wirklich sehr, sehr freudig, muss ich sagen, weil es ja einer der schönsten Stadtteile werden wird. Ganz was Modernes, direkt mit der Mürz eingebunden. Es ist wirklich ein neuer Stadtteil, den wir dabei entwickeln und das ist schon ganz was Besonderes. Errichten wird die Wohnungen die ZUWO, eine Tochter der Brucker Wohnbau. Baubeginn ist sofort, der erste Bauabschnitt soll in rund 1,5 Jahren bezogen werden. Im Endeffekt werden hier 3 Bauabschnitte realisiert mit insgesamt 139 Wohnungen, davon 16 Wohnungen auch betreutes Wohnen mit ganz speziellen Qualitäten. Wir bauen in Holz, wir bauen mit Lift und wir bauen sogar am obersten Geschoss noch so eine Art bisschen Penthouse mit Terrasse. Also für alle Qualitäten ist hier gesorgt. Der Großteil der Wohnungen wird vermietet. Das Interesse ist jetzt bereits enorm. Die 3 bestehenden Wohnhäuser in der rechten Mürzzeile werden Zug um Zug renoviert. Die Baukosten betragen 20 Millionen Euro. Die Gesamtfertigstellung ist für 2022 geplant.